So don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Ich habe Geld und ich fliege damit nach Afrika. Und danach fliege ich nach Südamerika. Ich bin so reich, ich habe Geld zum Scheiße. Hab so viel Geld, ich kann mir alles leisten. Du ignoranter Egoist, hör mir bitte mal gut zu. Du weißt sicher ganz genau, dass die Welt grad scheiße ist. Willkommen in meiner Luxusvilla. Und ja, die Nutten waren erste Sahne. Kommen wir doch gleich zum Thema. Was mich in letzter Zeit beschäftigt, ist die Wahrnehmung der sogenannten Elite auf aktuelle gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Probleme. Aber wer oder was sind die Eliten eines Landes? Das ist etwas, was immer wieder, wir haben ja auch ein Gästebuch im Internet, was immer wieder anklingt, dass die Medien wahrgenommen werden von einem Teil der Gesellschaft, die wir, und schon das empfinden die wahrscheinlich als Beleidigung, oft als die Abgehängten bezeichnen, werden wir wahrgenommen als Teil des Systems, der Machteliten. Natürlich. Ist diese Kritik berechtigt? Sind wir zu wenig auf Distanz zum Politikbetrieb? Nehmen wir Sorgen, seien sie berechtigt oder unberechtigt, sie sind ja Teil der Realität, nicht ernst genug, die Menschen haben? Ich glaube nicht, dass wir zu eng am Politikbetrieb dran sind. Ich glaube schon, dass jedenfalls die seriösen, informationsorientierten Medien und ich glaube alle, die wir hier am Tisch sitzen würden, das für uns in Anspruch nehmen, das schon tun, auch mit Distanz. Ich glaube, das Problem ist eher ein strukturelles. Natürlich sind wir Elite. Wir sind es einfach. Wir sind hochgradig gebildet. Wir haben einen Lebensstandard, nehme ich jetzt einfach mal an, auch Sie und Sie, wo man jetzt nicht unbedingt bedroht ist durch Entwicklung der Globalisierung. Und das ist eine strukturelle Das sind die Eliten. Und diese Eliten machen auch die staatliche Propaganda aus ihrer eigenen erhobenen Perspektive. Aber welche Perspektive haben die denn, wenn die sich von der aber auch unteren Mittelschicht systematisch ausgrenzen? Eventuell die hier. Sieh dir mal an, wie die Leute hier leben. Ja. Ich denke, die sind einfach überfordert. Ich meine, das ist ein schrecklicher Kreislauf. Sie kriegen dauernd Kinder. Ich weiß. Wir sind ja total isoliert von der Realität. Ich meine, wir haben alles, was wir wollen. Und man denkt nie drüber nach. Die leben von Essensmarken und Sozialhilfe. Und meine Mom zieht los und kauft sich eine Statue für $3,000. $3,000! Und wir haben eine Haushälterin dreimal die Woche. Wir haben auch eine. Ich finde, es ist schon ein Riesenglück, wenn man reich ist und so ein großes Haus hat. Ja. Denk mal an so jemanden wie Steve Masse. Er trägt zwar das richtige Zeug, aber warst du mal bei ihm zu Hause? Ich glaube nicht. Sein Vater ist Mathelehrer. Die haben noch nicht mal ein Esszimmer. Und die wohnen dort zu fünft. In dieser kleinen Bude. Isoliert von der Realität, das ist der Knackpunkt, um zu verstehen, warum die staatliche Propaganda so gut wie gar nichts mit der Realität am Hut hat. Diese Menschen leben in einer Parallelgesellschaft, betrachten aus der Ferne den sogenannten gesellschaftlichen Abschaum und kommen dann mit idiotischen Lösungsansätzen, die fernab der Realität und tatsächlicher Lösung nicht mehr sein könnten, die haben schon ziemlich lang mit dem Otto-Normalo-Bürger den Kontakt abgebrochen. Die Propaganda wird von Systemlinge für Systemlinge erstellt und ausgestrahlt. Anders kann man zum Beispiel diesen isolierten Anti-Realitätsmüll nicht verstehen. Und es wird alles hinterfragt. Also alles, was du als gesichert oder was ich als gesichert angesehen habe, ist plötzlich so, irgendwie wird widerlegt oder es wird kritisiert. Und das habe ich vorher so nicht wahrgenommen. Und ich glaube, dass das ziemlich gefährlich ist, wenn man wirklich, also jetzt, keine Ahnung, nicht mehr die Tagesschau guckt und wirklich nur noch in dieser Filterbubble wäre, dass man wirklich gar keine anderen Meinungen mehr zulässt.
Auch die Sache rund um Naidu, er wird von den Systemmarionetten so sehr angegriffen, dass seine Worte durch den Angriff sogar voll und ganz legitimiert werden. Der Aluhutträger namens Böhmermann checkt nicht einmal, dass er zur Waffe gegen sein System umfunktioniert wurde, was für eine Lachnummer. Der Punkt der Sache ist folgendes, dass unsere westeuropäische Zivilisation sich rückentwickelt. In naher Zukunft werden in Westeuropa Zustände herrschen wie in der dritten Welt. Das bedeutet, die Elite wird sich noch mehr in ihren Willen sich isolieren, Angst haben, dass ihren Kinder nicht entführt werden, das Sicherheitsgefühl dieser Leute wird sinken, so dass die nur mit 3 bewaffneten Bodyguards sich aus der Villa trauen. Das ist die Quittung für ihre Arroganz und Ignoranz, die Unfreiheit, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Global.